Meine erste große Liebe dauerte circa 2 Jahre. Wie das so ist mit der ersten großen Liebe, war sie voll von großen Gefühlen, Träumen und Feuerwerksmomenten mit extra viel Glitzerstaub. Aber auch durchzogen von klassischen Irrungen und Wirrungen, wie sie das Ende der Teenagerzeit, der Beginn des Erwachsenenalters, noch bereithalten. Er wollte unsere Beziehung nicht öffentlich machen. Frei sein. Er stand nicht zu uns. Das junge Erwachsenenalter war die Zeit meines Burnouts. Eine Zeit, in der ich nur noch ausbrechen wollte. Abhauen. Nach Berlin. Aber ich traute mich nicht so richtig. Eines Tages beschloss ich, ihn zur Rede zu stellen. Ihm zu sagen, dass mich in meiner Heimat nichts mehr hält, außer ihm. Und dass ich gehen würde, wenn wir jetzt nicht endlich Nägel mit Köpfen machen würden. Wir waren verabredet, der Abend kam und ich war furchtbar aufgeregt. Als er bei mir zu Hause eintraf, war irgendwas anders als sonst. Aber was? Ich wusste es nicht. Er wirkte nervös. Und irgendwie konnte ich ihn dann auch nicht zur Rede stellen und war super angepisst von mir selbst deswegen. Wir gingen zu Bett. Wir verbrachten eine letzte Nacht eng umschlungen. Und tags darauf verließ ich ihn. Per SMS. Ich hatte das Gefühl, einfach schon viel zu lange gewartet zu haben. Eine Entscheidung musste her und ich hatte sie getroffen. 2 Wochen später zog ich nach Berlin und kurierte im darauffolgenden Dreivierteljahr meinen bis dahin schlimmsten Liebeskummer ever. Wie trifft man gute Entscheidungen? Kennst du den Butterfly-Effekt? Basically ist das die Theorie, die besagt, dass eine winzige Entscheidung dein Leben über Jahre beeinflussen kann. Und so, wie die meisten Menschen, bin auch ich ein Anhänger dieser Theorie. Aber die meisten Menschen glauben, dass es abhängig ist davon, wie viele gute Entscheidungen man trifft, wie sich das eigene Leben entfaltet. Und das sehe ich gar nicht so. Entscheidungen zu treffen ist nämlich genau deswegen manchmal so schwer, weil wir im Moment der Entscheidung oft noch gar nicht wissen können, ob es wirklich eine gute Entscheidung ist. Wir können also zurückgucken und sagen, das war eine gute Entscheidung oder das war keine gute Entscheidung. In diesem Moment, im Hier und Jetzt immer eine gute oder die richtige Entscheidung zu treffen hingegen, ist oft ein Ding der Unmöglichkeit, weil Fakten oder schlicht und ergreifend eine funktionierende Wahrsagerkugel fehlen. Und so erlebe ich es oft, dass meine Kunden sich enorm selbst unter Druck setzen, wenn es eine Entscheidung zu treffen gilt. Das hier ist mein erster Tipp für dich, wenn du gute Entscheidungen treffen willst. Es gibt sie so gut wie nie. Ob deine Entscheidung gut war oder nicht, wird dir die Zukunft zeigen. Was du allerdings heute schon tun kannst, ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen, indem du dich mit dieser Situation, deinen Wünschen und Zielen auseinandersetzt. Meistens werden aus bewussten Entscheidungen rückblickend auch gute Entscheidungen. Und wenn nicht, weißt du zumindest, dass du das Möglichste gegeben hast, um alle Faktoren in diese Entscheidung mit einzubeziehen. Ein Wissen, was vielleicht nicht alles ändert, aber zumindest
ein bisschen tröstet. Tipp 2. Wir alle haben Vorbilder. Wir alle kennen jemanden, der mutiger ist als wir, jemanden, der gelassener ist als wir, moralischer und so weiter und so weiter. Wenn du dich in einer Situation befindest, in der du nicht gerade in deinem Element bist und eine Entscheidung treffen musst, denk an dein Vorbild und frag dich, was würde Oma jetzt sagen, wenn sie an meiner Stelle wäre? Was würde Manuel Neuer jetzt tun, wenn er in dieser Situation wäre? Wie würde Rory von den Gilmore Girls jetzt reagieren? Und dann springe über deinen Schatten und triff deine Entscheidung. Drittens. Achte auf dich und auf die Verfassung, in der du gerade bist. Die Chance, dass du betrunken eine gute Entscheidung triffst, 50-50. Die Chance, dass du die beste Entscheidung findest, wenn du rasend vor Wut bist oder vor Angst schlotterst, 0%. Die meisten Entscheidungen, selbst wenn sie dringend sind, lassen sich ein bisschen vertagen, wenn es sein muss. Und zwar so lange, bis du einen stabilen, klareren Ausgangspunkt für dich gefunden hast, um diese Entscheidung zu treffen. Viertens. Verwechsel niemals vertagen und aussitzen. Manche Entscheidungen sind deswegen so schwer, weil du nur zwischen Pest und Cholera wählen kannst. Aber so ist das Leben manchmal. Und auch wenn es noch so bitter ist, bedenke, egal ob Pest oder Cholera, dein Leben wird nach dieser Entscheidung weitergehen. Keine Entscheidung zu treffen bedeutet Stillstand. Und Stillstand ist schlimmer als jede falsche Entscheidung, die du treffen kannst. Ein Jahr nach meiner Berlin-Entscheidung und der Trennung von meiner ersten großen Liebe traf ich ihn wieder. Und wir wurden sehr, sehr gute, sehr vertraute Freunde. Ganze 12 Jahre später sprachen wir nochmal über diesen Abend von damals. Ich erzählte ihm von meiner Überlegung damals, zu gehen oder zu bleiben. Und dass ich zu ihm an diesem Abend nichts sagen konnte, weil ich dachte, er hätte irgendwas. Irgendwas wäre anders gewesen. Er sagte mir, dass er sich auch 12 Jahre später an diesen Abend noch erinnern könnte, als wäre es gestern gewesen. Er habe tagelang vorher überlegt und sich dafür entschieden, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Er wollte mit mir in die Zukunft gehen. Er war aufgeregt in dieser Nacht, denn er wollte mir diese Entscheidung mitteilen. Als er bei mir ankam jedoch, hätte er den Eindruck gehabt, dass ich irgendwie komisch drauf und sehr, sehr angespannt war an diesem Abend. Er dachte, es wäre besser, er würde mir seine Entscheidung an einem anderen Tag mitteilen, in einem besseren Moment. Und so saßen wir da. 12 Jahre später und starrten uns sehr, sehr lange an.